Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Klaus. Und wir haben euch Star Trek mitgebracht. Und der Marco, du bist mit in die Entwicklung involviert. Hauptsächlich macht das ja der Olli und natürlich das ganze Team. Du hast mitgebracht jetzt die ersten drei Modelle, die kommen werden, ne? Jawohl. Die ersten drei Modelle der ersten Welle, die werden ja nicht alle gleichzeitig hier ankommen. Die werden auch nicht alle gleichzeitig produziert. Das geht gar nicht. Die kommen schon in einer gewissen Reihenfolge. Und diese drei Modelle der mittleren Größe, Midsize haben wir sie genannt, genau, die werden als erstes produziert, sollten als erstes verladen werden, wenn alles so passiert, wie das geplant ist. Und als erstes leider nicht hierher beamen. Die fahren dann schon per Schiff über die Weltmeere, aber sie sollten als erstes eintreffen und als erstes im Handel bei uns dann sein. Wird ja gehen, aber ist einfach zu teuer. Ja, das ist heute noch sehr, sehr teuer, genau. Und wir können aber auch schon einen Termin sagen, so auf dem ganz klassischen Wege per Schiff, sollten die im Januar hier sein. Das ist später, als wir ursprünglich mal gedacht haben. Toi, toi, toi. Es ist auch schwieriger gewesen, als wir es am Anfang gedacht haben, ne? Aber inzwischen haben wir also dort nochmal ordentlich Tempo machen können. Das ganze Team hat sich reingehängt ohne Ende. Und jetzt wird das dann auch relativ schnell gehen. Also wir rechnen damit, dass so innerhalb von 2, maximal 3 Monaten die ganzen Modelle der ersten Welle, und das sind 13 sind es, glaube ich, oder? 17. 17. 17, wenn ich mich nicht ganz toll irre. Und das hier ist eines meiner absoluten Lieblingsmodelle. Ich bin ja mit Star Trek aufgewachsen. Die klassische Serie nachmittags im Fernsehen mit Captain Kirk und so habe ich nicht gesehen. Da durfte ich nicht. Da durfte ich nicht fernsehen zu der Zeit, also so Nachmittag und so. Ja, da habe ich dann mit Freunden gespielt. Das war auch in Ordnung. Aber ich durfte dann abends, samstags oft dann so diese Kinofilme gucken, wenn die im Fernsehen liefen. Das gab es ja damals noch Fernsehen und es liefen aktuelle Filme. Und der erste ziemlich verrückte Film mit dieser V'ger riesigen Raumsonde und der zweite und der dritte und diese Form der Enterprise mit diesen eckigen Warp-Gondeln, ne? Fand ich immer die typischste, die klassischste. Für mich persönlich von der Optik her attraktiver als die Serien-Enterprise mit den runden Warp-Gondeln. Geschmackssache. Aber diese Enterprise Refit, die hat mich tatsächlich geprägt, kann man sagen. Und ob es jetzt die Enterprise NCC 1701A aus den Filmen 5 und 6 oder die aus den ersten Filmen 1, 2 und 3, ich will da jetzt ja nicht so viel spoilern, ist, das ist die Optik. So sieht sie aus. Mhm. Und ich mag diese Form einfach. Jetzt zeigen wir das ja nicht zum ersten Mal, aber in dieser Art zeigen wir das erste Mal. Da hat sich noch was getan. Das heißt, wir sind ja jetzt so weit mit der Entwicklung durch, dass wir tatsächlich jetzt genau wissen, für jeden Stein, für jeden Aufdruck etc., wie es dann kommen wird. Vielleicht gehst du noch mal ein bisschen drauf ein, weil das hier ist jetzt noch kein Produktionsmuster. Sprich, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die sich von der Machart ändern werden, aber jetzt nicht vom Design grundsätzlich. Genau, also die Enterprise hier hat jetzt die Form, die sie haben wird. Es ist noch nicht jedes Teil in der korrekten Farbe. Das hier bleibt beispielsweise nicht dunkelrot. Ihr seht hier Sticker. Das bleiben keine Sticker. Dieses Modell wird keine Sticker enthalten. Alles, was ihr hier momentan als Sticker seht, wird ein Print. Auch, viele und das Prints. Ist besonders schön, das, was ihr hier seht. Dieser Namenszug, ne, USS Enterprise NCC 1701A, der befindet sich auf 2 Bricks. Ich glaube, ein 1x8er und ein 1x10er. Da wird im Werk, werden diese beiden Steine zusammengesetzt und dann werden die gemeinsam bedruckt. Macht Kobi, glaube ich, auch ab und zu mal, ne? Das macht Kobi manchmal auch. Manchmal kommt dann aus der Packung etwas, was schon zusammengesetzt ist. Können wir gar nicht mehr bauen. Und ein Print drauf. Naja, es sind dann immer nur 2, 3 Teile, aber nur so bekommt man diese Linie wirklich perfekt hin. Wenn man die einzeln bedrucken würde, da reicht ein Viertelmillimeter Versatz und so ein gebogener Schriftzug sieht dann wirklich komisch aus. Wird nicht so kommen, wird bedruckt sein. Alles, was ihr hier seht, was hier Sticker ist, wird bedruckt sein. Hier haben wir nochmal die Fahrzeugnummer. Genau, das Nummernschild, Dann haben wir hier die seitlichen Rallye-Streifen natürlich.
auch die sind bedruckt. Hier unten kommen auch noch, hier sind auch noch so ein paar, eine kleine Reihe Fenster quasi. Mhm. Das ist auch im Schiff, in den Filmen so zu sehen. Die Farben stimmen schon fast und, haha, das Sternflottensymbol. Und zwar das Sternflottensymbol aus der Serie und diesen Filmen mit Captain Kirk. Es unterscheidet sich durchaus vom moderneren Sternflottensymbol der nächsten Generation. Auch hier, das wird natürlich bedruckt sein. Das ist nicht das bei allen Herstellern der Fall. Ne? Kobi macht das, glaube ich, die bedrucken die. Die bedrucken auch, ja, ja, genau. Also, andere große Hersteller nehmen dann Sticker. Die nehmen dann teilweise auch für ein Set, das ein UVP von 799 Euro hat, einen großen Sticker. Und das ist halt schon... Ja. Also ihr seht, wir hören auf euch. Der Marco hat mir gerade noch, bevor wir das Drehen angefangen, etwas verraten und darauf aufmerksam gemacht. Das wusste ich bisher auch nicht. Ich habe ja so ein bisschen die Maxime ausgegeben, also versucht, Sticker zu vermeiden, wo es nur geht. Und wenn wir irgendwo einen Sticker nehmen, dann sollte es an der Stelle sein, wo man sagt, na gut, wenn er drauf ist, ist schön, aber auch ohne Sticker sieht das noch gut aus. 17 Modelle haben wir insgesamt in der ersten Welle, die in diesen Monaten Januar bis März hier aufploppen sollen. Wie viele Sticker haben wir dabei? Zwei. Zwei Sticker mit dem identischen spiegelverkehrten Motiv. Also Linie. Ein Modell bekommt links und rechts jeweils einen Sticker. Und ich glaube, dieses Set sieht ohne diesen einen Sticker praktisch genauso gut aus. Ne? Jawohl, das ist eine Stelle, so gewölbt und so, da hat der Hersteller gesagt, das kann ich so nicht bedrucken. Haben wir gesagt, gut, dann ist das halt der eine Sticker in Ordnung. Also super. Wir wissen inzwischen auch Preise, ungefähr zumindest. Ein klein bisschen Spiel kann es da immer noch mal geben. Wir haben momentan das ganze Thema Containerkosten. Wir haben das Thema Währungen und das muss man ja fairerweise an dieser Stelle sagen, da wird zwar viel geschimpft, wenn große Hersteller ihre Preise anheben. Ich befürchte mal, das werden wir in der nächsten Zeit auch bei Butter und Milch und auch bei anderen Produkten leider noch sehen. Aber nach aktueller Planung, und ich denke, das werden wir auch halten können, wird dieses Modell hier bei unter 30 Euro liegen. Bei 504 Teilen und einigen bedruckten Elementen. Inklusive der Lizenzgebühren, die nicht extra berechnen. Nein, die sind da mit dabei. Jawohl, die Enterprise A, es ist meine persönliche Lieblings-Enterprise. Doch, ich meine, die D sieht toll aus und die E ganz modern und so, aber ich bin mit der einfach aufgewachsen. Für mich ist diese mit den eckigen Gondeln, das ist so mein Ding. Ich fand auch die Raumkämpfe aus Episode 2 und 3 irgendwie am spannendsten. Und Episode 6 dann mit dem... darf ja nicht spoilern. Ich will die Filme nicht nacherzählen. Das bedeutet aber auch, den Borg-Cube magst du nicht. Den gab es da ja noch nicht. Ich mag den. Es geht mir darum, welche Enterprise gefällt mir. Okay. Finde ich persönlich am schönsten. Ja, den will er auch gleich wieder abzocken hier, den Borg-Cube. Der hat die meisten Teile jetzt hier bei den ersten Der hat die meisten Teile. Was habe ich mir aufgeschrieben? 873, logisch sehr viele kleine Teile, ist als Modell natürlich, kriege ich den eigentlich ab, jawohl, ist natürlich ein sehr dankbares Noppenstein-Modell. Ich meine, es ist ein Kubus, es ist ein Würfel. Alles, was ihr hier noch in grün seht, wird Trans-Neon Green vielleicht. Also ich weiß nicht genau. Hier ist einmal so eine Farbe. Da hat man schon so ein bisschen was, genau. Da ist einer drin. Richtig. Also so wären auch die anderen Richtig, grünen denn Teile. Wer die Filme und Serien gesehen hat, in denen diese Borg-Cubes auftauchen, das sind einige, weiß ja, dass diese von innen heraus so ein bisschen grünlich leuchten. Ich habe mir mal aufgeschrieben zu den Borg, die Next Generation TNG tauchen sie zum ersten Mal. Zum ersten Mal stimmt, also zum ersten Mal in unserer Zeitrechnung. In der Star Trek-Zeitrechnung ist die erste Spur der Borg bereits bei Enterprise, also eine Generation vorher, mit dem Captain Archer Ne? Da ist schon, also sehr interessant. Star Trek First Contact, der Kinofilm mit der Enterprise E. Enterprise, die Serie DS9 und Voyager, also die Borg, hat's, nachdem sie in TNG eingeführt wurden,
in jede weitere Serie verschlagen. Wisst ihr, warum wir Enterprise machen? Könnt ihr euch vorstellen, wie die mich hier seit, ich weiß gar nicht wie lange, nerven? Klaus, können wir nicht mal Enterprise machen? Lass uns doch mal Enterprise machen. Und was ich, geil, kann ich verstehen. Und was ich, und was ich hierbei auch erwähnen möchte, das sind jetzt noch nicht die richtigen Farben, da können wir mal was digital einblenden. Das hier, diese Art Hand, ist das Symbol des Borg-Kollektivs. Wir haben also nicht nur hier das Sternflottensymbol und hier, ich spoiler schon mal, das Sternflottensymbol der nächsten Generation als Ständer, seht ihr gleich. Wir haben auch bei den Klingonenschiffen das klingonische Symbol und hier das Symbol des Borg-Kollektivs. Wir haben ja jetzt auch ganz aktuell von allen Modellen der ersten Welle die finalen Abbildungen im Online-Shop. Ne? Also so, wie sie dort jetzt abgebildet sind, exakt mit der Form, mit den Prints und so weiter, mit den Ständern, den Beschilderungen vorne dran, genauso wie sie da jetzt abgebildet sind, sind sie also dann auch final. Richtig, ne? Aufmerksame Beobachter werden gemerkt haben, dass dieses kleine Prototyp-Zeichen auf den Bildern, was bei den Prototypen noch dabei war, fehlt, das sind keine Prototypenabbildungen mehr, so genau so werden die fertigen Produkte sein mit den Prints, die ihr seht und den Farben. Kann ich übrigens auch schon sagen, Preis roundabout 40 Euro. Für? Mit 804 Teilen, ne? 873. 873. Finde ich in Ordnung. Ist angemessen, denke ich. Ne? Ist ein ordentliches Ding. Im Original 3 Kilometer im Durchmesser. Aber so groß konnten wir ihn jetzt... Auch allein, wenn man es im Maßstab hierzu gemacht hätte, ja. Dann wäre das ein solcher, also das geht nicht. So, und hier haben wir, die kann Enterprise ich die fliegen D. lassen, geht das? Das sollte das gehen, geht. Ja. Ja, hier. Genau. Ich persönlich nenne sie so die, ich soll da keine Markennamen nennen, aber diese geschwungenen Linien, dieses schöne moderne Design erinnert mich an so eine Marke, die so einen angebissenen Apfel als Logo hat, weißt du, so alles so. Ja, schick auf jeden Fall und schön bedruckt. Das hier ist noch ein Sticker. Hier sieht man bereits, das sind bereits Prints, ne? Das sind bereits Probeprints, die wir bekommen haben. Und das finde ich sehr, sehr schön übrigens, die Fenster, die dort aufgedruckt sind. Unsere Planung-Idee war eigentlich am Anfang, wir machen das weiß und schwarz. Ne? Ja, so einen Teil habe ich hier auch und das ist auch in weiß. Ja. So. Und das hier ist Silber, ne? Silber. Wir haben von jedem drei Muster bekommen. Okay. Das hier ist weiß und hier ist ein weiteres weißes als das Vergleich. Das war nämlich ein Vorschlag dann von Tsingbao, die das ja für uns produzieren. Haben gesagt, hey, das ist doch eine schöne Sache, wenn wir die Fenster anstatt in weiß in silber machen, haben uns gleich ein Muster dafür entsprechend gedruckt und dann habe ich hier unser Team entscheiden lassen und die haben dann alle ganz schnell gesagt, Silber ist cool. Diese Prints, wie ihr hier seht, so wird es bleiben. Also. Jawohl. Ganz genau. Auch das hier natürlich, Prints. Ne? Prints, auch hier und oben. Und auch hier vorne wieder das Nummernschild, Schiffsbezeichnung. Auch dort wieder Prinz. Dann haben wir den Ständer. Du hattest eben schon drauf hingewiesen. Den können wir jetzt vielleicht mal ganz gut zeigen. Der hat nochmal diese goldene Fläche dahinter, ne? Genau. Also wir haben das Sternflottensymbol der Kirk-Generation, sag ich mal. Ich glaube, 2270 und so, das ist so die Zeit, in der diese Serie gespielt hat. Und 2300 und so weiter, das ist dann Picards Generation, die nächste Generation, Next Generation. Das ist dann in Silber wahrscheinlich im Original, in dem Light Bluish Grey und dann der Untergrund goldfarben praktisch. Genau, ja. Und sowas tragen sie dann ja auch so hier als Tricorder. Ne? In der Next Generation machen sie ja den und das haben sie, das hatte Kirk noch nicht. Der hat dann immer seinen Tricorder aufgemacht, wenn er irgendwo hin wollte. Auch hier das Typenschild vorne wieder, sehr schön. Beim Borg-Cube habe ich ja ein bisschen gedacht, sieht aus wie ein QR-Code. Ja, aber so sieht es eben aus. So sieht es eben aus, ganz genau. Preis hier übrigens... Na, eher bei 35 als bei 40 Euro. Für wie viele Teile, Marco, du weißt 521 sind es, auch wiederum mit einigen Prints. Prints, das muss man schon ganz klar sagen, Prints machen die Modelle halt schon teurer. Ja? Also ich verstehe teilweise, warum andere Hersteller
dort deutlich sparsamer mit umgehen. Wir haben auch ein Modell in der Serie, das bei weniger Teilen doch schon ein Stück teurer ist als ein anderes in vergleichbarer Größe mit mehr Teilen. Der Grund sind da tatsächlich die vielen Prints. Das muss man einfach wissen. Prints sind teuer. Prints sind deutlich teurer, als das bei so einem Stickerbogen ist. Ja, also für da, wo du hier so einen Teil hier mit Print machst, kannst du einen ganzen Stickerbogen für reinlegen. Ja, weil da muss wirklich jedes Teil einzeln in die Maschine eingelegt werden per Hand und dann geht so eine Tampondruckmaschine, nennt sich das, die nimmt die Farbe auf, druckt die drauf, nimmt die nächste Farbe, druckt die auf. Das ist ein ganz anderer Prozess, als wenn du, ne, wie Papier bedrucken, ja, im Prinzip nur so ein Stickerbogen, der geht der durch und da hast du das drauf, was du sonst mit 30 Prints auf dem Modell machen musst. Und so eine Oberfläche stelle ich mir persönlich auch nochmal schwieriger und aufwendiger zu bedrucken vor als so eine 2x2 Fliese. Absolut, ne? Das ist so. Ja, also ne, da bitte nicht, sage ich auch ganz ehrlich dazu, bitte nicht meckern, wenn Modelle mit vielen Prints dann tatsächlich auch ein bisschen mehr kosten. Das macht leider bei uns keinen Unterschied zu irgendwelchen anderen Herstellern. Prints kosten Geld. Aber wir haben eure Kommentare gelesen und da stand auch sehr oft, bitte, bitte, lass das Prints sein, keine Sticker und so. Ist ja auch blöd. Weißt du, du hast gehört, die Modelle jahrelang im Regal stehen und dann fangen irgendwann an, die Sticker abzubröseln oder du kannst es nicht wieder auseinandernehmen, weil dann zerfetzt du den Sticker und so. Also, genau. Das finde ich dann auch nicht ganz so passend. Wie auseinandernehmen? Ja, wisst ihr, was hast du mit Klaus gemacht? Ja, das sind natürlich schöne Display-Modelle, die man sich hinstellen kann. Kann man sich vielleicht auch noch ein schönes Diorama mal dafür bauen oder so einen Hintergrund so mit schwarzen, großen Wangi-Baseplates mit so ein paar Sternenpunkten oder so. Kann man vieles machen, bin ich auch mal gespannt, was wir da noch alles so tun werden. Und die gefallen mir richtig gut. Und da reden wir ja sogar noch über die Midsize. Ja. Das wird mit den großen, knallermäßig. Und ich habe digitale Aufnahmen von einigen Modellen der zweiten Welle gesehen. Ich darf hier jetzt nicht drüber sprechen. Aber dazu kommen wir noch, dass wir da ein bisschen was verraten. Relativ Unterbrechung, unterbrechungsfrei will ich nicht sagen. Wir haben ja schon Chinese New Year dazwischen, wo im Prinzip in China 2 Monate nicht viel verschickt wird. Noch zumal mit dem Tempo, was wir jetzt inzwischen wirklich vorlegen bei dem ganzen Entwicklungsprozess, wird mit Sicherheit auch die zweite Welle noch im nächsten Jahr erscheinen. Ne? Und nach gewissen Startschwierigkeiten hat unser Lizenzgeber dann ja auch sehr schnell konstruktives Feedback gegeben. Beispielsweise, ja, hier die Untertassenform von der Voyager, da muss man noch ein bisschen und so. Man muss sich da halt ein bisschen aufeinander einstellen. Da muss man ganz ehrlicherweise sagen, auch für uns ist das ja in der Form das erste Mal gewesen. Und das braucht dann ein klein bisschen, bis man so richtig zueinander gefunden hat. Inzwischen haben wir das und da macht auch der Olli als Projektleiter einen ganz tollen Job. Da geht es ja dann nicht mehr nur darum, Modelle zu bauen, sondern eben auch die ganze Kommunikation da. Und ich muss schon sagen, das ist toll. Ist toll, kann das ganze Team, denke ich, stolz drauf sein. Und wir freuen uns hier also auch alle wahnsinnig. Ja. Ihr seht es ja, wenn die dann tatsächlich mal hier sind. Weißt du schon, was wir als nächstes zeigen werden? Als nächstes sind also die zweite Lieferung die 6 kleinen Modelle dran. Mhm. Die Small Size, 6 Stück, ganz genau. Wo sich beispielsweise bei der Voyager durchaus noch ein bisschen was an der Optik geändert hat. Ist also ganz spannend. Auch die Modelle sind jetzt, so gut es geht, schon in den originalen Farben. Nicht alle Teile sind in der Farbe, in der wir sie gebraucht haben, auch bei Xingbao vorrätig gewesen. Aber sie sehen jetzt deutlich originalgetreuer aus. Und auch da sind halt die Prints in Form von Stickern jetzt alle simuliert. Und ich glaube, es trifft auch schon was Großes mit dieser Welle ein. Ich meine, eine der beiden großen Enterprise. Ich habe es inzwischen nicht mehr genau im Kopf. Aber wir werden euch also auf jeden Fall demnächst mehr zeigen von den Star Trek-Modellen. Ne? So wie wir hier mit der Entwicklung Step-by-Step weiterkommen, werden wir euch dort auf dem Laufenden halten. Ne? Genau, so ist es. Ja, und für heute würde ich sagen, war es das dann aus dieser Galaxis. Aus dieser Galaxis, Und aus dem Noppenstein-Studio.
Kann man nie genug Noppensteine haben. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, euer Klaus von Bluebricks. Und euer Marco. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.